Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei den Warzen. Es gibt dazu einen erläuternden Text. Und danach werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und ich bin angekommen bei dem Wirkstoff, der auch schon im Text, im einführenden Text empfohlen wird, der Salicylsäure äußerlich angewendet. Und die ist grün bewertet, geeignet bei Warzen. Ich lese vor. Salicylsäure in Klammern äußerlich. Salicylsäure weicht stark verhornte Haut auf. Die Bewertung grün, geeignet bei Warzen. Der erläuternde Text. Durch die aufweichende Wirkung lassen sich Warzen Schicht für Schicht abtragen. Bei regelmäßiger Anwendung ist die therapeutische Wirksamkeit belegt. Wichtig zu wissen: Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Säuglingen sollten Sie die Arznei nicht anwenden. Bei älteren Kindern dürfen Sie insgesamt nicht mehr als 0,2 Gramm Salicylsäure täglich verwenden und bei dieser Dosis nicht länger als maximal eine Woche. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft sollten Sie die Arzneimittel nur auf kleinen Flächen anwenden, in Klammern nicht größer als ein Teebeutel. In der Stillzeit können Sie diese anwenden, sollten aber darauf achten, dass der Säugling nicht damit in Berührung kommt. So, es geht weiter mit einer Wirkstoffgruppe, der Kombination von Salicylsäure und Fluoracil oder irgendwie sowas. Das ist gelb bewertet, mit Einschränkung geeignet bei Warzen, wenn Salicylsäure allein nicht ausreichend wirksam war. Unerwünschte Wirkungen können häufiger auftreten als bei einem Monopräparat. So.